dadurch, dass ich jetzt das erste Mal in Bad Gandersheim bin, beziehungsweise auch zum allerersten Mal Sommertheater mache, ist es erstmal so ein neues Neulernen. Ich habe bisher am Stadttheater gearbeitet und da gibt es halt Gewerke und alles Mögliche, was halt so diesen Betrieb zusammenhält. Und hier in Gandersheim, man braucht es nicht, weil es ist Freilicht. Man braucht keine riesen Lichtabteilung und die Bühne ist so, wie sie ist, unglaublich stark vor dem Dom. Und also es sind einfach andere Herausforderungen als in einem geschlossenen Raum. Und außerhalb von dem ganzen Theaterbetrieb ist es wie Urlaub. Also ich bin mit dabei bei Jesus Christ Superstar, beim Musical. Und ja, da bin ich mit im Ensemble. Das heißt, es ist hauptsächlich musikalische Arbeit und dann choreografisch. Ist für mich auch mal spannend, eben mich nicht auf mein Gelaber verlassen zu können, sondern eben ganz genau in time mich zu bewegen und zu singen. Das macht großen Spaß. Und bei Eselhund Katze Hahn bin ich die Katze. Und das hat vor allem Spaß gemacht über die Körperlichkeit und den Humor, den wir gemeinsam, also mit den Kollegen gefunden haben. Ja, und auch da die musikalische Arbeit. Also Kinderlieder machen ja so schon großen Spaß, aber die Art und Weise, wie Tante Polly das arrangiert hat, hat nochmal so einen schönen Aha-Effekt. Man hört die Melodie, man kennt sie und merkt dann so, ah, okay, aber es ist alles ganz neu und anders, wie jetzt zum Beispiel mit einem Reggae-Rhythmus unterlegt und so. Und ich mag solche Aha-Momente.